Die Sache ist, wenn ich die ja nicht rauslocke, dann lassen die mich ja vielleicht auch in Ruhe. Das heißt, ich versuche einfach dran vorbeizugehen. Und wenn wir rauskommen... Wow! Ach ja, stimmt, da war ja einer in der Decke. Und wenn die runterkommen, dann hau ich einfach drauf. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach hier links an dem vorbeigehe, dann bleibt er doch einfach unter der Erde, ne? Wenn ich die ganz einfach in Ruhe lasse, dann lassen die mich doch sicher auch einfach in Ruhe. Ich muss nur die Augen auf dem Boden halten. Yo. Ich glaube echt, wenn ich nicht zu nah dran gehe, triggern die Großen einfach gar nicht und gut ist. Schon fast getroffen. Ist wieder irgendwas. Gesundheit. So. Dann haben wir jetzt auch den Weg uns mal angeguckt. Ich habe genau gesehen, dass da was runtergefallen ist. Gut ist, wenn ich irgendwann im Gebäude drin bin, können die mir nichts mehr, weil die sich ja nicht in der Erde verstecken können. Da ist nochmal ein großer, aber da wüsste ich nicht, warum ich da entlang gehen sollte. So, und da vorne ist der Brunnen jetzt wieder. Oh, da ist noch eine Tür. Irgendwas? Ja, ich wollte gerade sagen. Wieso visierst du das Ziel? Da wow! Spiel! Es ist ein Gegner direkt neben dir, aber nein, du musst den da hinten, hinter dem Brunnen noch anvisieren. Von dem da hinten wollte ich gar nichts. So, kann ich jetzt hier einfach am Brunnen vorbeischleichen? Ohne dass die Großen mich sehen, dachte ich gerade, aber nein. Okay, wo kamen die zwei plötzlich her? Was? Wo kam der zweite her? Ah, da. Da ist rechts einer. Ah, die sind hier beide links und rechts an der Wand. Ah. Gut, dann schleiche ich mich einfach hier rum. Jetzt sind meine Runen eh weg. Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr dahin zu schleichen. Ich wollte eigentlich nur gucken, was da an der Tür ist. Wo bin ich jetzt vorhin gestorben? Hi. Ich bin einfach zu dumm für diese Gegner. Beziehungsweise mein Problem ist, die sind einfach viel zu flink. Ich versuche, die anzugreifen und während die an mir einfach wegweichen, hau ich immer noch ins Leere und dann kommen die halt einfach und boxen mich einfach weg. So, irgendwo hier bist du doch runtergesprungen. Da. Komm mal her. Lassen sich ja leider auch nicht immer anscheinend zurückschlagen. Für ein Item. So, eigentlich wollte ich mir hier nur die Tür angucken. Wahrscheinlich eh versperrt ist. Ja, natürlich. Und ich glaube mehr. War jetzt hier erstmal nicht. Nee. Dann haben wir auf jeden Fall den ganzen Weg hier schon mal erforscht. Ja, flinke gehen, die auch noch groß sind.
Ekelhaft. Ist da verfehlt. Ich lese den Manga zu One Piece aktuell, ja. In der Shonen Jump App. Oder Manga Plus App, wie heißt. Also die von Shonen Jump, die offizielle. Aber zu irgendwelchen aktuellen Gegebenheiten in One Piece möchte ich hier kein Wort verlieren, weil es sicher sehr viele Leute gibt, die da nichts zu wissen wollen. So, da ist aber nur die große Hand. Das war ein schneller Zauber, den du da drauf hast. Wie bekämpft man die am besten, wenn die auf einem schon so beharren? Die schleudern einen halt immer so hart weg, dass man einfach nicht mehr weiterkämpfen kann. Das ist das Problem. Und laufen dann entweder an einem vorbei und sind dann schon wieder viel zu weit weg. Sieh mal bitte den hier vorne an. Meine Güte. Also die Hände sind echt ultra nervig zu bekämpfen. Gib mir noch 5 Jahre. Nein, mehr. Gerade wenn du den Anime guckst, mehr. Weil der Anime von One Piece hat leider so dieses Syndrom von, wir haben ein Kapitel, also strecken wir das über eine ganze Folge, indem wir uns sehr viel Zeit lassen bei den Szenen. Sehr viel Zeit. Also inhaltlich kannst du, glaube ich, meistens die Hälfte der Folge eigentlich skippen. Also nicht inhaltlich, aber sondern von dem, was da passiert, kann man meistens die Hälfte skippen, weil da einfach nichts passiert. Hallo? Ne, bei Naruto sind es ganze Folgen, die unnötig sind. Bei One Piece sind es Teile der Folgen. So, Herrin Rani, ich bete für die rasche Wiederauferstehung eures Hauses. Möge der Vollmond über Kari erscheinen. Also ich glaube, man tut es auf jeden Fall besser, den Manga zu lesen. Es ist wie mit Büchern und Filmen. Die Bücher sind meistens einfach genauer. Nur ist es bei den Filmen so, dass die einfach Sachen weglassen. Und bei Mangas oder bei den Animes strecken sie eher die Kapitel so ein bisschen. Aber ich glaube, das tut so ziemlich jeder Anime, dass die da so manche Szenen einfach viel schöner in Szene setzen wollen. Und die dann dementsprechend ein bisschen strecken. Überreste plündern. Oh, Schmiedestein 4. Nah dran. Ich hätte eine 5 genommen. Ich meine, ich brauche nur noch einen, oder? Ja. Einen Schmiedestein 5 brauche ich nur noch. Okay. Da nichts. Da nichts. Dann hier über die Brücke. Mit Sicherheit wieder von irgendwelchen Händen angefallen werden, die gleich die Brücke hochklettern oder so. Oder irgendwelchen Zaubersoldaten, die auf der Brücke spawnen. Und schneller angreifen können als ich, weil die mich einfach ewig betäuben. Habe ich die normalen Schmiedesteine in größerer Menge zu kriegen, ist auf jeden Fall. Was? Nope. Gut, dass ich einfach weiter angegriffen habe. Einfach so random spawnende Dudes finde ich jetzt auch nicht so witzig. Also es passt hier zu diesem ganzen Magiegebiet. Aber das sind nicht so meine Lieblingsgegner. So, dann einmal zu dem Türmchen. Sieht man hier die Sachen? Aber doch, ich sehe, dass es eine Sackgasse hier ist. Das ist schon mal gut. Für ein Item. Ein Runenbogen. Oh, hi. Wenn ich sofort drauf haue, sobald die spawnen, geht's ganz gut. Was? Ah, hi. Lass das.
Aua. Was? Hä? Was hat mich an... Was hat mich angegriffen? Der hat sein Ding nicht geworfen. Also von der Animation her. Aber anscheinend hat er es doch geworfen. Dementsprechend kamen die dann von hinten. Oh, hi. Bin ich an euch vorbeigelaufen. Wie hast du verfehlt? Dude. Hau auf. Nein, nicht damit. Die werfen auch wieder mit ihren Töpfchen, ne? Ja. Oh, da kam einer sogar durch. Yo! Dude! Chillen Sie Ihre Base! Der hat sogar leuchtende Augen gehabt. Das ist manchmal leider auch echt schwer abzusehen, wann man die Gegner halt zurückhauen kann und wann nicht. Oder wann man die halt in ihren Angriffen unterbrechen kann. Manchmal so denkt man sich, okay, ich hau jetzt drauf und er kann halt nichts tun. Und manchmal haben die einfach dann eben noch ihre Super-Armor. Und dann können die halt noch was tun. Boah, so gemein. Das ist halt dann leider echt anstrengend, wenn die mit ihrer Super-Armor dann sich einfach dagegen stellen und, naja, dir die Fresse polieren. So, die da hinten spawnen erst, wenn ich da wieder zurückkomme von der Einbrücke aus anscheinend. Das hier bin ich jetzt erstmal safe. So, und jetzt geht's ja hier eigentlich auch nur noch in die Richtung, ne? Da waren wir. Da kamen wir her. Und in die Richtung müssen wir jetzt. Hier spawnen die jetzt erstmal wieder. Der Beinschutz von Raya Lucaria. Okay. Warum spawnst du das ganz... Das genau gehört. Ne. Aua. Yo! Der Dodge. Nehmen wir erstmal hier einen von den Fernkämpfer weg. Oh no. Oh Gott, wie lebe ich noch? Meine Güte. Engstem Raume so viele Gegner. Der Kuckuckswappen auch. Und ein Messingschwert. Was? Warum habe ich jetzt mein Schild zweihändig genommen? Hallo? Kann ich mein Schild bitte wieder zurückpacken? Ich will den nicht zweihändig tragen. Okay. Warum auch immer ich meinen Schild plötzlich zweihändig trug. Ich habe keine Ahnung, wann ich das plötzlich gedrückt habe. Wahrscheinlich, als ich ein Item aufgehoben habe. Ja, ich habe wahrscheinlich ein Item aufgehoben. Und dann wollte ich halt direkt blocken und dann kam das bei rum. Und dann war ich tot. Wobei ich das echt eklig finde, wie viel die mich hier halt zuspammen. Na komm. Mal drauf. Ne, da lang muss ich. Vielleicht? Das funktioniert hier natürlich nicht. Was? Random Falle? Vielleicht versuche ich einfach durchzulaufen. Vielleicht kann ich die da hinten etwas angenehmer bekämpfen. Das Problem ist dann, dann sind natürlich 3000 Leute hinter mir. Aber ich laufe einfach weg.
Also mit 3000 Leute lag ich gar nicht mal so falsch. Aber so kann ich die wenigstens um die Ecke herum bekämpfen. Komm, hau drauf. Die auch von um die Ecke kamen, die dummen Magie-Dinger. Okay. So, easy. Man muss nur ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, kaum ist Corona teilweise vorbei, dann kommen die Leute wieder auf einen Haufen gelaufen. Wobei, ich glaube, Corona ist noch lange nicht vorbei. Das ist unsere neue zweite Grippe. Dann ab nach oben. Das ist nur Abgrund gewesen. Oh nein. Nice. Ist da irgendwas drin? Scheint nicht so. Boah, das Spiel ist sehr gnädig mit seinem Ort der Gnade. Haha. Das sind schon echt eine ganze Menge. Big Wolfies. Oh, der hält sogar gut was aus. Du bist so ein bisschen gerade in der im Boden fest, Junge. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so gesund. So ein bisschen hier die Umgebung checken. Nicht, dass hier irgendwo noch sich so ein Wolf versteckt. Problem ist, den kann ich wahrscheinlich nicht von hinten backstabben. Aber ich kann die goldene Saat mitnehmen. Ja, das hat super funktioniert. Meine Güte, hat der viel abgezogen. Und da gibt er mir nur dünne Bestienknochen. Was war das denn für ein Spargel-Tarzan? Jetzt eigentlich gerade da hinten im Garten. Okay. Ich finde übrigens Spargel-Tarzan ist auch ein wunderschönes Wort. Deutsche Sprache hat da viel zu viele coole Wörter, die niemand verwendet. Gucken wir erstmal, was hier unten noch so ist. Ich habe da schon ein Wölfchen gesehen. Yes. Nope. So, weg. Überall sind nur diese Raureif-Kristallknospen. Also irgendwas kann ich damit sicher herstellen. Aber prinzipiell finde ich die leider gerade sehr langweilig, so als Loot. Gebt mir einfach Runen. Wofür kann man denn verwenden, die Raureif-Kristallknospen? Da nicht. Da auch nirgendwo. Für irgendwelche Töpfe? Da. Für Frosttöpfe. Kann ich hoch? So. Können da bitte nicht so viele kleine Gegner noch da rumstehen? Kann ich mich hier irgendwie so ein bisschen anschleichen? Das wäre schon cool. Hi. Lass das. Moment, können wir uns vielleicht wirklich von hier oben so ein bisschen anschleichen.
Wenn es jetzt noch weiter hoch geht. Magie fett. Die Meerschweinchen wollen was zu essen haben. Gut, dass wenn ja schon was vorbereitet. Guten Tag. Der wollte mich von hinten anfallen, der Penner. Genau gesehen. Kann ich euch einfach weglasern? Also, ne, lasern. Relativ gesehen. Kann ich nicht hier einfach mich entlang schleichen? Obwohl, der kommt sogar hoch. Wie nett von ihm. Nee, das bist du ja gar nicht. Du bist ein anderer Dude. Ich wollte mit dem da kämpfen. Und dann kommt einfach hier, keine Ahnung, sein Bruder und meint so, ey, hast du meinen Bruder verletzt? Ich geb dir gleich einen Bruder. Ah, da ist noch der Dritte. So. Ich finde schön, dass du einfach nicht merkst, dass ich eben die ganze Zeit die ganzen Leute weghaue. Wo ist der hin? Hä? Wie der einfach keinen Bock mehr hat! Ist aber gegangen! Das wollte ich nicht. Aber gut, jetzt bin ich eh dabei. Jetzt müssen wir weitermachen. Ja, komm, chill. Besseres Fleisch ja noch. Aua. Oh, er kann mich auch einfach anschreien und umhauen. Kann ich ihn einfach von hier aus bekämpfen? Schon, ne? Ich kann mich auch einfach weiter anschreien. Kann ich mich einfach nicht in der Wand stellen? Ja, könnte ich. Wenn ich schnell genug wäre. Dude, you okay? Ist also sehr einfach runtergefallen. Oh, interessant. An seinen Beinen mache ich mehr Schaden. Als an seinem Körper. Aber auch irgendwie nicht immer. Na gut, dann hauen wir weiter drauf. Schreib mich einfach weiter an, der Sack. Es wäre schon witzig, wenn er mich hier oben einfach erreichen könnte mit seinem Angriff. Wo ist er denn jetzt? So. Ruhe. Der braucht einen Snickers. Okay, das sind nur einfache Gegner da. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hallo? Das Trollritterschwert. Okay. Das könnte mein Schwert sein. Der Trollritter. Was ist denn das für ein Schwert? Ist das ein Großschwert? Da. Ein Riesenschwert. Stärke 20 bräuchte ich dafür. Wenn ich das so trage, könnte ich das sogar verwenden. Yo. So. Hauen wir erstmal den Dude da oben einmal weg. Hoffentlich. Au. Meine Güte. Oh, die habe ich ja gar nicht gesehen. Heile ich ja doch einmal noch, bevor ich gegen mich kämpfe.
Ist es der von der anderen Seite gewesen einfach? Nee, das ist noch ein anderer. Das ist da wahrscheinlich von oben einfach runtergelaufen. Hallo? Nope. Beine weg. Okay. Nicht, dass da noch wieder einer runterläuft. So. Haben wir jetzt hier noch was? Ja? Vielleicht? Vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich hier gar nicht sein. Ich könnte da zumindest runter. Und finde einfach nichts. Ja doch. Schmiedestein 4. Warum ist dieser... Warum hat dieser... Welcher Architekt ist dafür zuständig, ein Fenster zu bauen, wo hinter eine Mauer ist? Kann der bitte seine Architektenlizenz einmal abgeben? Es ist schon nicht der smarteste Architekt, glaube ich, gewesen. Ich schmeiß mal das Fleisch erstmal wieder hier unten raus. Musste zu viele Steuern zahlen, deswegen hat das zugebaut. Ja gut. Wobei ich mich dann frage, gab es diese Steuer wirklich früher in London? Dass du Steuern für deine Fenster zahlen musstest? Und je mehr offene Fenster du hast, desto mehr Steuern musstest du zahlen? Ist überhaupt irgendwas? Aber doch, da hinten könnte ich runterspringen. Von da aus könnte ich da runterspringen. Hier könnte ich so ein bisschen runter. Aber dann möchte ich erst einen Ort der Gnade für finden, damit ich hier nicht nochmal an dem Riesen vorbei muss. Ja. Looking dangerous. Okay, es gab wirklich eine Fenstersteuer. Dann gehe ich doch erst den Weg hier entlang. Und dann gehen wir da auf den großen See. So. Oh, guck mal, da unten ist... Ist das Alexander? Aber die Sache ist... Kann ich immer so weit springen? Von einem Ort zum nächsten rüber? Nee, oder? Also ich kann es ausprobieren. Wobei, doch. Der kommt weit gesprungen, der Junge. Ist ein guter Junge. Uiuiui, wir kommen ja schon fast zu weit gesprungen. Kann ich nicht kaputt machen. Nee, gar nicht. Das ist gar kein Alex sein. Das ist einfach ein Random-Topf. Ich wurde betrogen um meinen Alex. Die will ich nicht. Geh weg. Das sind das viele. Na gut, jetzt sind es nicht mehr so viele. Aua. Fake Alex gewesen, ja. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Okay. Und gesprungener Topf. Da geht's nur zurück. Oh, ist ja noch einer. Da geht's auch noch runter. Alle wollen so sein wie das Original. Ja, und keiner schafft es. Ist da wo Pfeile?
Na, guck mal, da komme ich. Oh, ich glaube, da komme ich in das abgeschlossene Gebäude rein. Sonst habe ich ja keinen anderen Weg. Ich müsste ja dann hier runter. Dann. Ja, doch, ich glaube, so kommen wir dahin. Oh no. Zwei Fake Alexe. Oder? Ja. Yo! Der hat so viel Beyblade geguckt. Wieder Stein 3. Immer noch der richtige. Also ich glaube auch nicht daran, dass ich hier diese hohen Schmiedesteine bekommen werde, die ich brauche. Ich glaube, dafür ist das Gebiet nicht hochlevelig genug, aber Hoffnung stirbt zuletzt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich da irgendwie runter. Oder da. Hier sollte ich runterfallen können. Ja. Hat funktioniert. Wobei. Also da würde ich gerne hin. Oh. Ich kann da von da oben sicher runterfallen einfach. Um da hinzukommen. I see. Moment, ich muss mir mal kurz mal die Ecke markieren. Wo gucke ich denn gerade drauf? Zoom.